Seid gegrüßt, ihr Mägdelein und Knaben und alle, die sich sonst noch auf meinen Channel verirrt haben. Hallo, ich bin's wieder, euer Klangfried, und wie ihr wisst, bin ich gerade auf großer Reise. In der letzten Woche war ich bei den Indianern und dort haben wir die verschiedenen Indianerstämme kennengelernt und wie die singen. Heute bin ich weitergereist und heute bin ich in einem Dschungel. Hast du schon mal was vom Dschungel gehört? Der Dschungel ist sowas wie ein großer Wald, wo natürlich ganz viele Pflanzen und Tiere leben. Und einige Tiere, die hier leben im Dschungel, die kennt ihr bestimmt auch. Da gibt es Affen und Elefanten und Krokodile und Moskitos. Und wenn man so wie ich in den Dschungel geht, sich irgendwo hinsetzt und die Tiere beobachtet und lauscht, wie sich die Tiere unterhalten, dann ist man ein Dschungelforscher. Wollt ihr auch mal Dschungelforscher sein? Ja? Dann lade ich euch heute ein, zusammen mit mir Dschungelforscher zu sein. Und dazu möchte ich euch gerne ein kleines Lied vorsingen. Dazu brauche ich aber meine Gitarre und ich habe wieder keine Ahnung, wo ich die hingeräumt habe. Hier gibt es auch so viele Möglichkeiten, wo man die hinlegen kann hier im Dschungel. Ich muss mal kurz überall gucken, ob ich die wohl finde. So, das gibt es doch nicht. Die hatte ich doch eben noch. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Okay, die Gitarre ist da und jetzt möchte ich euch das Dschungelforscherlied vorstellen. Viel Spaß! Wir sind die Dschungelforscher, gehen in den Dschungel rein. Dort hören wir die Affen und Affenkinderlein. Genau, man kann die Affen hören. Wisst ihr, wie die Affen machen? Genau, die machen uh-uh-ah-ah-uh-uh-ah. Und das kann man auch singen. Wir singen jetzt mal das Dschungelforscherlied so wie die Affen. Und das klingt dann so. Ah, 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 hören wir immer zu. Ah, 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 welches Tier hörst du? Wollen wir mal zusammen wie die Affen singen? Ja? Dann noch einmal. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ah, 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 hören wir immer zu. Hörst du? Genau, und manchmal kommt auch ein großes Tier vorbei, ein majestätisches Tier. So wie die hier. Weißt du, was das für ein Tier ist? Genau, das sind die Löwen. Und weil man auch manchmal Löwen im Dschungel sehen kann, gibt es auch eine Dschungelforscherstrophe für die Löwen. Und das klingt dann so. Wir sind die Dschungelforscher, gehen in den Dschungel rein. Dort hören wir die Löwen und Löwenkinderlein. Und wie machen die Löwen? Genau, die machen Wah! Und das kann man auch singen. Jetzt singen wir das Dschungelforscherlied, wie die Löwen singen würden. Und das klingt so. Wah, 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 hören wir immer zu. Wah, 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 welches Tier hörst du? Ich will auch gerne mal die Löwen hören. Wollt ihr alle mal Löwen sein? Dann singen wir die nochmal, die Strophe für die Löwen. Und das klingt so. Auf die Plätze, fertig,
los. Wah, 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 wah. Hören wir immer zu. Wah, 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 wah. Welches Tier hörst du? Ah, ihr seid super Löwen. Aber es gibt nicht nur große Tiere, es gibt auch ganz kleine Tiere im Dschungel. Wie zum Beispiel die, die überall rumfliegen. Das sind diese hier. Wisst ihr, was das für Tiere sind? Das sind Moskitos und die stechen. Obwohl eigentlich stechen nicht, die beißen eigentlich. Die haben nämlich einen kleinen Rüssel und dann stechen die mit ihrem kleinen Rüssel in deinen Arm und dann saugen sie dir Blut aus. Und das juckt dann ganz schön. Und es gibt ganz viele Moskitos hier im Dschungel. Deshalb gibt es natürlich auch eine Moskitostrophe von den Dschungelforschern. Wir sind die Dschungelforscher, gehen in den Dschungel rein. Dort hören wir Moskitos und Moskitokinderlein. Und welche Geräusche machen die Moskitos? Also und auch die Moskitos können das Dschungelforscherlied singen. Das klingt dann so. Hören wir immer zu. Welches Tier hörst du? Oh, und wir singen alle mal als Moskito die Strophe. Alle machen. Seid ihr bereit? Auf die Plätze. Fertig. Los. Hören wir immer zu. Welches Tier hörst du? Und es gibt nicht nur ganz kleine Tiere, es gibt auch ganz große Tiere im Dschungel. Die sind grau und haben einen langen Rüssel. Weißt du, welches Tier ich meine? Genau, das sind die Elefanten. Und die stampfen ganz laut. Die machen so Stampf, 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 Stampf. Und dann rufen sie Törö. Üben wir mal zusammen. Und erst stampfen und dann Törö. Auf die Plätze. Fertig, los und stampf, 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 törö. Genau. Und wir hören uns mal die Dschungelforscherstrophe von den Elefanten an. Wir sind die Dschungelforscher, gehen in den Dschungel rein. Dort hören wir Elefanten und Elefantenkinder. Und Achtung, wir stampfen alle los. Auf die Plätze, fertig, los. Stampf, 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 töre, hören wir immer zu. Stampf, 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 töre. Oh, wir haben so laut gestampft, dann ist hier schon alles abgeflogen von dem Baum, das ganze Grüne. Mal schnell wieder dran. Wir wollen ja nichts kaputt machen im Dschungel, nicht wahr? Okay, das waren die Elefanten. Und im Dschungel gibt es auch immer einen Fluss. Und in diesem Fluss, da liegen auch ein paar Tiere und die haben eine ganz schön große Klappe. Mindestens so eine große Klappe haben die. Und die haben auch immer das Maul auf, bis sie dann irgendwann mal zuschnappen. Schnapp! Wisst ihr, welche Tiere im Wasser liegen und Schnapp machen? Genau, das sind die Krokodile. Und wenn die Krokodile das Lied singen, das Dschungelforscherlied, dann klingt es so. Wir sind die Dschungelforscher, gehen in den Dschungel rein. Dort hören wir Krokodile
und Krokokinderlein. Oh, die Krokos, wir machen einmal ein großes Krokomaul und dann schnappen wir mal zu. Das müsst ihr jetzt alleine machen, weil ich kann uns keine Gitarre spielen. Aber ich gucke genau hin, ob ihr auch alle zusammen schnapp, schnapp, schnapp macht. Seid ihr bereit? Auf die Plätze, fertig, los. Schnapp, 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 hören wir immer zu. Schnapp, 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 welches Tier hörst du? Sehr gut, das waren die Krokodile. Und zum Schluss kommen noch ein paar Großtiere, die aber an Land wohnen. Und die machen immer Brumm, Brumm, Brumm. Wisst ihr, welche Tiere das sind? Genau, das sind die Bären. Und auch für die Bären singen wir zum Abschluss eine Dschungelforscher-Strophe. Und dann müsst ihr alle so machen und dazu Brumm sagen. Ne? Brumm, 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 Brumm. Ja? Mal gucken, ob ihr alle mitmacht. Ich gucke genau hin. Und vorher singen wir den Refrain. Wir sind die Dschungelforscher, gehen in den Dschungel rein. Dort hören wir die, genau, Bären und Bärenkinderlein. Brumm, 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 hören wir immer zu. Brumm, 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 welches Tier hörst du? Oh, ich glaube, wir können noch viel lauter brummen. Alle zusammen auf die Plätze, fertig und lauter. Brumm, 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 hören wir immer zu. Super habt ihr das gemacht. Und das ist auch eine gute Frage. Welches Tier hörst denn du, wenn du im Dschungel bist? Also wir haben ja schon einige Tiere gehört, aber es gibt ja noch viel mehr Tiere im Dschungel. Mir fallen noch ein die Schlangen und Koalabären und die Warzenschweine vielleicht auch. Und die haben ja auch alle ihre Geräusche, die sie machen. Oder? Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch mal überlegt, welche Tiere noch im Dschungel leben und welche Geräusche die machen. Und dann könnt ihr dazu selbst mal eine Strophe zum Dschungelforscherlied erfinden. Und wenn ihr die erfunden habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir die an diese E-Mail-Adresse schickt. Und wer weiß, vielleicht baue ich sie dann in der nächsten Woche in mein Video ein. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Gehabt euch wohl, bis bald, euer Klangfried. Und ich beobachte nochmal weiter, mal schauen, ob ich noch andere Tiere entdecken kann. Bis bald.